So, kurzer Disclaimer, wir befinden uns ja tatsächlich gerade auf so einer Art von Road to 1K. Also vielen Dank für den Support da auf jeden Fall und lasst gerne weiterhin kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier auf dem Kanal mache. Wir haben die Prozentzahl schon gut runterbekommen hier an Zuschauern ohne Abo. Geht natürlich noch ein bisschen mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gut, der ist halt schon eigentlich ein bisschen, klar, der muss halt nicht so aggressiv reinspringen, ne? Aber ob du dem direkt nach 2,5 Minuten dafür Geld geben musst, ist halt die andere Frage, ob das sein muss. Trimmel, auch kein schlechter Freistoßschütze, der kommt lang. Und da fällt direkt das 1:0. Friedrich, das ging schnell. Noch 3 Follower, dann bist du Affiliate. Ah, gibt es das ab 50, okay, wusste ich gar nicht. Jetzt hat Klimovic mal ein bisschen Platz. Abschluss! Oh, guter Abschluss. Guter Abschluss. González wäre fast noch reinkommen, aber es gibt Ecke für uns. Okay, jetzt wissen wir die Wechsel. Also Klimovic ist raus. Dafür rein Didavi und Sosa ist raus. Dafür rein Koulibaly. Didavi. Mal gucken, wie der so spielt. Auch schon lange nicht mehr spielen gesehen. Schöner Ball auf González. Der trifft den auch gut, Latte. Silas Nachschuss, der trifft den Ball nicht. Junger Vater, was war das denn? Schöner Chipball von Didavi rein. González quasi in Rückenlage mit dem Seitfallzieher an die Latte. Boah, das wäre fast ein absolutes Traumtor gewesen. Schön, Koulibaly hat da oben gesehen. Der mit einer Flanke. González kommt hin. Boah. Er segelt rein mit dem Kopf. Flugkopfball aber knapp daneben. Knapp daneben. Bisher hat schon in der zweiten Hälfte 2 richtig gute Chancen gehabt. Förster kriegt den Ball nicht hoch. Doch, Castro, Abschluss. Schieß doch jetzt. Schieß. Oh, das gibt's nicht. Das war jetzt wirklich ein richtig dicker Fehler von Union im Aufbau. Ein dicker Fehler. Boah, schade. Jetzt sind wir schon bei guter Chance Nummer 3 in der zweiten Halbzeit. Aber das Spiel ist wirklich sehr magere Fußballkost. Ich meine natürlich im Vergleich mit Dortmund noch mehr mit dem Spiel in Dortmund, aber auch generell ist das hier kein besonderes Fußballspiel. Schön, jetzt Silas, oh, der kann den Ball nicht kontrollieren. Da wäre was drin gewesen. Twitch ist ja nur so ein Zusatz, weil es halt geht, dass man gleichzeitig da auch streamen kann. Ja, 2:0. Spiel vorbei. So, vorbei, Spiel ist durch. Spiel ist vorbei. 0:2, Spiel ist aus. Jetzt kam dann Clement für Förster sowie Kalajdzic für. Kempf ging raus für Kalajdzic. Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann ist man weiterhin. Wir sind 8er. Wir haben nach 12 Spielen 17 Punkte. Haben also quasi nach einem Drittel der Saison schon die Hälfte der Punktzahl, die wir brauchen, um auf Platz 15 zu kommen. Brauchst du im Normalfall aktuell nicht mehr als 34, 35, 36 Punkte, um Platz 15 zu haben. Und dann bist du weiterhin mehr als im Soll, was das angeht. Kommt jetzt noch was? Ja gut, jetzt passiert nicht mehr allzu viel im Spiel. Ist aber noch eine Ecke. Und Clement. Oh ja, drin! Sascha Kalajdzic! Sascha Kalajdzic! Ich sag gerade, jetzt passiert nicht mehr viel. Haben wir gerade eine Ecke. Und dann segelt die rein und Kalajdzic direkt mit seinen 2 Meter sonst was. Schön von Clement und Kalajdzic, ja, der hebt nicht mehr ab. Der macht den im Stand. Der macht den im Stand, weil der Unioner ist nicht ganz auf der Höhe. Der ist nicht ganz an Kalajdzic dran, zieht sogar noch am Trikot. Stört Kalajdzic nicht. 1:2, trifft direkt. Freut mich auch sehr für Kalajdzic, weil der jetzt in den letzten Spielen vermehrt auf der Bank geblieben ist oder halt keine Startelf mehr hatte, nachdem González wieder fit ist und Koulibaly solche Leistungen zeigt. Der war ja am Anfang quasi unser Shooting-Star neben Silas Kalajdzic. Deswegen freut es mich für den umso mehr. Und jetzt sind wir nochmal dran. Jetzt muss er wirklich nochmal einen Ball nach vorne kriegen. Nochmal schnell machen. Davi schlägt das Ding nach vorne, lang auf Kalajdzic. Der kommt auch durch! Kalajdzic! Kalajdzic! Was? Der pfeift das Tor ab. Der pfeift das Tor zurück. Wegen was? Ein geiler Ball von Didavi, wunderschön angenommen von Kalajdzic.
Und er schlägt den rein zum 2 zu 2. Ihr wollt mir Hand erzählen, es ist kein Hand. Das ist kein Hand, das Tor zählt. Kein Foul, kein Hand, kein Abseits, das Tor muss zählen. Aber 100% muss das Tor zählen. Und das wäre unfassbar geil von Kalajdzic. Und für Kalajdzic. Komm nochmal dran. Das ist kein Hand, Mann. Der kriegt ihn hier oben hin. Hier, genau hier. Wenn du mir das Tor wegen Hand abpfeifst, dann kannst du den Sport zumachen. Dann hören wir auf. Wenn du das wegen Hand abpfeifst, dann kannst du diesen Sport zumachen. Das ist der Schiri, der uns schon mal beschissen hat im Spiel gegen Dingensen. Im Spiel gegen Wiesbaden, der Elfmeter der Nachspielzeit. Der Elfmeter, der keiner war. Der hat uns schon mal beschissen, der Schiedsrichter. Der hat uns schon mal beschissen. Dass der uns überhaupt noch mal pfeifen darf, ist lächerlich. Das ist kein Hand! Was guckt ihr so lange? Es geht gerade nochmal auch die Sorrys an alle meine Nachbarn raus, weil ich hier gerade rumschreibe wie ein Bescheuerter. Weil es war kein Foul, es war kein Abseits, es war kein Hand. Was wird da so lange entschieden? Danke! Warum braucht sowas 3 Minuten gefühlt? Warum? Aber unfassbar geil, Jungs! 2 zu 2, Sascha Kalajdzic. Nach der Einwechslung, Doppelpack. Seid ihr eine geile Truppe an Fußballern? Junger Vater, seid ihr geil. Aber wie gesagt, das Unentschieden geht in Ordnung. Spielanteile, Chancen, das Unentschieden geht am Ende des Tages in Ordnung. Du musst es natürlich auch noch verwalten, ne? Das Spiel läuft jetzt bestimmt noch 2, 3 Minuten mit Nachspielzeit und der ganzen Scheiße da. Jetzt keine dummen Fehler bauen. Union im Angriff. Flanke! Kobel hatten! Oh, Junge, fuck, mein Alter. Was ist das für ein Spiel? Ich hätte da nicht einen Cent drauf gegeben, dass wir das Spiel noch 2 zu 2 spielen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, Abpfiff. Abpfiff. Wir trennen uns 2 zu 2 von Union Berlin.